Herzlich willkommen, meine Freunde, zum Sheepshot Podcast. Und oh, meine Güte, ist das staubig hier. Ich muss das erstmal ausbuddeln, dieses Format, weil es das schon so lange nicht mehr gegeben hat. Es ist wirklich sehr lange her, einige Monate lang gab es keinen Podcast mehr. Das Schöne ist, hier im Video selbst passiert auch nichts. Also ihr könnt das easy nebenbei euch anhören. Das Einzige, was wichtig ist, ist vielleicht am Ende eure Meinung in die Kommentare schreiben zu dem ganzen Thema. Und das Thema ist, wenn ihr die Videobeschreibung gesehen habt, beziehungsweise den Titel, dann wisst ihr es schon, denn es geht um Cody Rhodes und um All Elite Wrestling. Also einmal um die Liga an sich und einmal das Drumherum, was da passiert ist oder was gerade passiert mit Cody Rhodes und wie die Entwicklung von All Elite Wrestling im Moment so ist, wie ich das wahrnehme, in welche Richtung das geht, was ich gut finde, was ich nicht so gut finde. Denn es gibt durchaus Sachen, die ich aktuell wirklich nicht gut finde. Und das muss auch mal angesprochen werden. Nichtsdestotrotz liebe ich natürlich All Elite Wrestling, aber es gibt auch Sachen, mit denen bin ich nicht ganz einverstanden, wie das gerade läuft. Aber fangen wir erstmal von vorne an. Es geht ja gerade ein leichtes bis mittelschweres Beben durch die größeren Wrestling-Ligen der USA. Denn Cody Rhodes hat seinen Vertrag bei All Elite Wrestling nicht verlängert, hat auch keinen neuen Vertrag unterschrieben. Das ist der aktuelle Stand. Ja, ich weiß nicht, ob jetzt bis morgen irgendwas passiert. Ja, also ihr seht das morgen, dieses Ding, also eigentlich in ein paar Stunden ist das Video online und es ist brandaktuell, wie ich das hier gerade aufnehme. Aber im Moment gibt es halt noch keine neueren Infos. Der neueste Stand ist einfach, Cody Rhodes verlässt All Elite Wrestling und das war's. So, es gibt Gerüchte, dass er zur WWE wechselt, wieder zurück zur WWE, die er so sehr hasst. Oder gehasst hat, vielleicht hat sich das mittlerweile auch wieder geändert, aber bis zuletzt war ich auf dem Stand, dass Cody nicht sonderlich begeistert ist und große Probleme mit einem Triple H und so hatte. Aber das soll mich jetzt auch alles erstmal nicht interessieren, es geht einfach darum, geht Cody Rhodes zur WWE oder nicht, wie denke ich darüber? Und zum einen, wir wissen es ja noch nicht. Also noch ist eigentlich nichts passiert, das ganze Internet zerreißt sich das Maul, ich inklusive, also ich nehme mich da nicht raus, auch ich gehöre dazu. Und eigentlich ist nichts passiert, also Cody ist nicht bei der WWE aktuell, aber alle beschimpfen ihn schon und sind sauer und keine Ahnung, werfen ihm alles Mögliche vor, aber Fakt ist, er ist gar nicht bei WWE. Aktuell. Es deutet zwar vieles darauf hin, dass er zur WWE geht und ich selber gehe auch davon aus, dass er dort irgendwann auftauchen wird, aber noch ist ja nichts passiert. Vielleicht wrestelt er auch gar nicht, vielleicht nimmt er sich auch einfach eine Auszeit und sagt, ey, ich lege alles erstmal auf Eis. So, ich habe noch andere Sachen, wo ich vertreten bin, ich bin im TV-Shows und was weiß ich, ich muss jetzt nicht auf Teufel komm raus einen Vertrag bei WWE unterschreiben, aber alles deutet ja wirklich darauf hin, dass er dort aufschlägt. Was meiner Meinung nach doch sehr kurios ist und auch irgendwo, auf einer Seite kann ich es ein bisschen nachvollziehen, auf der anderen Seite aber auch überhaupt nicht. Also es ist ein absolut zweischneidiges Schwert, meine Gedanken in Sachen Cody Rhodes und WWE, weil er diese Liga hasst, ja, also wirklich so, wie es rüberkam, hasst er WWE oder hasste er zumindest. Er war stinksauer, er wurde schlecht behandelt, er ist sauer gewesen, wie mit dem Vermächtnis seines Vaters umgegangen wurde, er war mit der kreativen Leitung nicht zufrieden, er hat sein Stardust-Gimmick verflucht und musste das aber trotzdem machen. Und alle diese Sachen hat er jahrelang drüber gemeckert und nicht nur erst in der Zeit, wo er bei All Elite Wrestling war. Immer diese Nadelstiche gegen WWE und das Zertrümmern des Throns und so als Anspielung auf Triple H. Nicht erst seitdem, sondern seit er weg ist und zu New Japan gewechselt ist, gab es immer wieder in Interviews und solche Aussagen von Cody, dass er absolut nie wieder zur WWE gehen würde. So hat man das aufgefasst, diesen Eindruck hat man bekommen und jetzt geht er dann vielleicht, gehen wir mal davon aus, er geht wieder zur WWE, auch wenn es noch nicht passiert ist, jetzt geht er wieder zurück und der einzige plausible Grund, warum er dorthin wechselt, ist Geld. Es kann eigentlich keinen anderen Grund geben, außer Geld. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er dorthin geht, weil WWE eine aktuell noch doch größere Reichweite als All Elite Wrestling hat.
Ja, mag sein, dass das eine Rolle spielt, kann ich mir aber nicht vorstellen. Und ich meine, er hat jetzt auch keine Peanuts bei All Elite verdient. Und wenn man den ganzen Gerüchten so Glauben schenken darf, wollte er auf eine Stufe mit Bryan Danielson und CM Punk sein. Was dann umgerechnet so, oder was heißt umgerechnet, es müssten so 5 bis 6 Millionen Dollar Jahresgehalt sein. Die hat er nicht bekommen. Ich weiß nicht genau, was er bekommen hat. Ich glaube 2,5 oder 3 Millionen im Jahr. Irgendwie so müssten die Zahlen sein, aber nagelt mich nicht drauf fest. Was ja auch nicht wenig ist. Ne? 2,5 bis 3 Millionen im Jahr plus Roads to the Top, wo er natürlich auch noch Gage für bekommt, plus Go Big Show, wo er als Moderator mit dabei war in der Jury. Also das sind ja alles, es gehört ja auch alles irgendwie mit dazu, weil es auch der Sender von also TNT ist, wo auch All Elite drauf lief und das alles, sagen wir mal so, Cody Rhodes ist nicht in der Jury, weil die ihn unbedingt haben wollten, sondern weil er das Gesicht von All Elite Wrestling war. So, deswegen ist er in der Go Big Show. Und weil sie das Ganze drumherum noch machen wollten, gibt es Roads to the Top. So, diese Sendung hätte es ohne All Elite Wrestling niemals gegeben. Da machen wir uns auch nichts vor. So, Cody hat zwar ordentlich Draw Power, aber so ordentlich, dass er eine eigene TV-Show bekommt, ohne All Elite Wrestling im Nacken, glaube ich, wäre der Deal wäre nicht zustande gekommen. Und somit, das summiert sich natürlich. Und es ist jetzt nicht so, als müsste die Familie Rhodes am Hungertuch nagen. Aber es kann natürlich sein, dass das trotzdem sehr frustrierend ist für Cody, der auch hinter den Kulissen natürlich super viel gemacht hat, der viel mit Medienvertretern geredet hat, viele Verhandlungen geführt hat. Er war schließlich EVP. Wobei man dann auch sagen muss, okay, du warst EVP, du hattest eine große Rolle bei All Elite Wrestling, du hast dort natürlich auch in-ring performt, du hast hinter den Kulissen viel gemacht und das wirfst du jetzt alles weg, wegen 1-2 Millionen mehr im Jahr. Ne, das klingt jetzt erstmal so, oh, das sind 1-2 Millionen, ja, also hätte ich natürlich auch gerne. Ja, und es ist auch ein Teil Wertschätzung, die ihm vielleicht dort verwehrt wurde. Wobei man auch sagen muss, vielleicht hätte Cody auch ein bisschen abwarten sollen, bis es den neuen TV-Deal gibt. Denn früher oder später wird All Elite Wrestling einen neuen TV-Deal bekommen und der wird mit Sicherheit besser ausfallen als der aktuelle. Und dann sind natürlich auch mehr Gelder verfügbar. Tony Khan hat zwar die Milliarden von seinem Vater, aber trotzdem muss das Unternehmen All Elite Wrestling hat natürlich ein gewisses Budget. So, er kann nicht einfach in die Kasse greifen und machen, was er will. Deswegen muss man auch aufs Budget achten und man will möglichst ja auch noch Gewinn einfahren. Und dann kommen aber diese ganzen Gerüchte, ob Cody Rhodes zur WWE geht. Und da gibt es mehrere Faktoren, warum nur WWE in Frage kommt. Wenn Cody Rhodes wirklich auf das Geld aus ist, sagen wir, er ist wirklich so geldgeil und es geht ihm wirklich nur um die Kohle, weil es ist schon sehr dämlich. Man sagt ja auch, es wären kreative Einflüsse, ja, also er will mehr kreative Freiheit haben, dann wechselst du aber nicht zur WWE. Also bei aller Liebe, du wechselst überall hin, aber nicht zur WWE, wenn es dir um kreative Freiheit geht. Da bist du dort aber am ganz falschen Platz. Vor allem gehst du nicht von All Elite weg, wo du wirklich alle möglichen Freiheiten hast. Deswegen glaube ich, Kreativität können wir erstmal komplett ausschließen. So, das lasse ich nicht gelten. Es wird nicht die Kreativität sein. Es wird vielleicht die Macht hinter den Kulissen sein, die ihm abhanden gekommen ist ein bisschen, jetzt wo Tony Khan mehr und mehr die ganzen Sachen alleine buckt, was man an der Qualität aber merkt. Ich finde, die Qualität ist ein bisschen besser geworden. Vielleicht stört ihn auch, dass er ein bisschen Macht abgeben musste, weiß ich nicht. Aber Macht wird er bei WWE ebenfalls nicht haben. Also wird das auch nicht der Grund sein, warum du zu WWE wechselst. Der einzige Grund ist entweder eine etwas größere Reichweite als All Elite, wobei die Reichweite von WWE dann auch eher Ausland betrifft als USA, weil in den USA kennt auch jede Sau kennt All Elite Wrestling, genauso wie WWE. Ob jetzt die Einschaltquoten ein bisschen höher sind oder nicht, sei mal dahingestellt, aber ich glaube nicht, dass WWE so viel mehr Leute kennen in Amerika als All Elite Wrestling. Beides ist dort, glaube ich, ziemlich gleich bekannt. Im Ausland wird sich das bemerkbar machen, aber in den Staaten selbst nicht. Deswegen, ja, alles ein bisschen eingegrenzt, es bleibt nur Geld. Es bleibt wirklich nur Geld.
Und ich weiß nicht, ob ich dann zur WWE gehen würde. Allerdings ist das deine einzige Alternative, wenn du mehr verdienen möchtest als aktuell bei All Elite Wrestling in seiner Position, die er nun mal hatte. Denn WWE sind die einzigen, die so ein Gehalt stemmen können. Impact Wrestling wäre natürlich interessant, wäre, finde ich, auch die bessere Alternative. Vor allem, wenn man sich ihre Shows aktuell anguckt, die richtig gut sind. Und mit dem Bullet Club, da hätte man richtig geile Stories mit Cody machen können. Aber du verdienst dort ja nicht mal annähernd so viel wie bei All Elite Wrestling. Und auch nicht wie bei WWE. Und New Japan könnte Cody wahrscheinlich ganz gut bezahlen, wenn auch nicht auf dem Niveau von All Elite oder WWE. Aber du bist halt in Japan. Und wir haben immer noch eine Pandemie. Und Cody Rhodes ist Vater. Weiß ich nicht, ob du deine Familie halt in den Staaten lassen willst während der Pandemie und für Monate dann immer wieder nach Japan fliegst und deine Family nicht siehst. Muss man sich dann auch überlegen, ob er dann diese Alternative möchte? Wahrscheinlich nicht. Und wenn du das große Rampenlicht haben möchtest und die große Kohle, dann bleibt als Alternative einfach nur WWE. Und dann kommt der andere Punkt, so WWE leckt sich natürlich die Finger. Die werden alles versuchen, um Cody Rhodes zu holen. Zum einen würde er wieder angekrochen kommen, der verlorene Sohn, was Vince Ego natürlich extrem streicheln würde. Und sehr fragwürdig dann auch von Cody Rhodes. Jetzt könnte man sagen, ja okay, er ist Businessman und will das Beste rausholen. Geldtechnisch und sowas wird es auch stimmen. Aber so ein bisschen Rückgrat sollte man sich dann schon bewahren. So ein kleines bisschen Prinzipien fände ich auch nicht schlecht. So, von Wrestlern. Ne? Mickey James hat es vorgemacht beim Royal Rumble, was ich absolut lächerlich fand, dass sie dort aufgetaucht ist, nachdem sie mit einem Müllsack verabschiedet wurde. Aber gut, muss ja jeder selber wissen. Auf jeden Fall haben die Leute, die das machen, bei mir sehr, sehr viel Ansehen verloren. Mickey James ist bei mir komplett unten durch. Ja, die finde ich nur noch lächerlich. Und mit Cody wird es nicht viel anders sein, obwohl ich ihn eigentlich mag. So, ich möchte Cody auch weiterhin mögen, auch wenn er bei WWE ist. Aber so als Mensch ist es schon hart, hart schwach, wenn er dahin wechselt. Immer in Anführungsstrichen, denn er ist ja noch nicht da. So, noch ist es nicht passiert. Und auf der anderen Seite sehe ich WWE, die jetzt die erste Verpflichtung machen könnten von All Elite zu WWE und dann auch noch das Gesicht dieser ganzen All Elite Wrestling Revolution, nämlich Cody Rhodes, der für mich das Gesicht der Company ist, oder war, den zu verpflichten bei WWE, das wäre schon ein großer Move und WWE könnte halt Cody Rhodes mit Leichtigkeit, du brauchst nicht mal Writer dafür, es ist ein No-Brainer, dass du Cody Rhodes aber sowas von bei WrestleMania zum Champion und zum absoluten Megastar machen könntest. Alleine schon, weil er der Erste ist, der von All Elite zur WWE gehen könnte. Und wenn du dort die Möglichkeit hast, ist jetzt natürlich Quatsch, weil Brock Lesnar, glaube ich, auf Roman Reigns treffen wird bei WrestleMania. Aber ich hätte das anders gemacht. Wenn ich wirklich Cody an der Angel hätte, hätte ich Cody gegen Roman Reigns den Titel gewinnen lassen und hätte damit einen absoluten Megastar geboren in der WWE, denn das war er dort nicht. Ja, er war Mid-Kader und das war's. Aber da wäre er absoluter Megastar. Und er wäre derjenige, der Roman Reigns entthront hat. So, das wäre Impact ohne Ende. Aber ich glaube, dass WWE sogar in der Lage ist, das noch zu versauen. Aber okay, so viel erstmal zum ersten Thema. Cody Rhodes. Gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Es interessiert mich wirklich sehr. Mich interessieren auch beide Seiten. Also mich interessiert nicht nur die Leute, die jetzt nur All Elite Wrestling gucken oder nur WWE. So, sagt mal ruhig gerne, ob ihr als WWE-Zuschauer, wenn ihr sonst vielleicht All Elite nicht verfolgt, wie würdet ihr es finden, wenn Cody zur WWE wechselt? Und natürlich für die Leute, die All Elite gucken, aber kein WWE, wie findet ihr es, dass Cody Rhodes vielleicht zur WWE wechselt? Ich bin da, also ich finde es nicht gut. Ich finde es wirklich nicht gut. Ich finde auch, dass es ein großer Fehler ist, den Tony Khan gemacht hat. Vielleicht hätte man ein bisschen anders haushalten sollen mit Verpflichtungen und das Geld lieber in Cody Rhodes stecken, denn das ist auf jeden Fall ein Verlust.
Vielleicht nicht unbedingt in-Ring, weil das Roster von All Elite Wrestling ist so groß und so qualitativ hochwertig, dass Cody Rhodes nicht benötigt wird. So hart muss man das auch sagen, man braucht Cody Rhodes im Ring nicht mehr bei All Elite Wrestling. Die Qualität ist so groß, dass das nicht mehr ins Gewicht fällt. Und da sind wir auch beim zweiten Thema, nämlich der Weg, den All Elite Wrestling einschlägt, wie gebookt wird, wie beworben wird vor allem, nicht unbedingt das Booking, aber das Beworben oder das Bewerben der einzelnen Dynamite-Shows und dieses Hin und Her mit den Einschaltquoten, mal sind sie über 1 Million, 1,1, fast 1,2, dann fallen sie wieder runter auf nicht mal 900.000, ja, 800 irgendwas, dann steigt es wieder und der Grund, warum sie keine Konstanz reinbekommen in ihre Ratings, ist nicht unbedingt, dass es immer wieder große Konkurrenz gibt oder sowas. Ne? Man muss das ja immer abwägen in Amerika. Es gibt Football-Konkurrenz, es gibt Basketball-Konkurrenz. Das ist gar nicht das Problem. All Elite hat sich schon mehrfach gegen Basketball durchgesetzt und ist die Nummer 1 Kabelshow gewesen. Also, ne, ist zwar Konkurrenz, aber man kann diese Konkurrenz ausstechen. Das Problem ist, beim Booking, oder sagen wir erstmal, das Bewerben der Shows ist aktuell und das schon seit Monaten darauf ausgelegt. Wir haben ein, zwei Dynamite-Shows und dann kommt eine große Ankündigung von Tony Khan, eine große Überraschung bei Dynamite. So, dann hast du wieder ein, zwei normale Shows und dann wieder eine große Ankündigung, eine große Überraschung. Und immer wenn diese Ankündigungen sind, wird die Show natürlich massiv beworben und dann kommt es zu den Peaks bei den Einschaltquoten. Danach fällt es wieder ab. Weil Menschen sind sensationsgeil und die gucken dann, wenn es irgendwas Großes, wenn was Großes angekündigt wird. Machst du das aber nicht, ja, sind vielleicht insgesamt die Zahlen etwas niedriger, aber wenn überraschend die Comebacks kommen oder überraschende Debüts, ja, ohne Ankündigung. Bei CM Punk kann ich noch verstehen, dass sie da so hart geteasert haben, weil das eine richtig große Nummer ist und das nicht zu bewerben wäre schon fahrlässig gewesen. Aber bei einem Debüt von Keith Lee zum Beispiel. So, hört doch auf, das zu bewerben. Bringt den doch einfach. So, und die Leute kriegen das schon mit. Mundpropaganda geht seit dem Internet sehr, sehr schnell. Social Media sind voll davon. Und ganz schnell merken die Leute, ey, ich sollte vielleicht die Dynamite-Shows gar nicht mehr verpassen, weil du nie weißt, was passiert. So, man könnte das viel besser bewerben. Langzeitbewerben. Oder das Gefühl übermitteln, dass wenn du Dynamite guckst, dass da immer irgendwas passieren kann. Zu jeder Zeit. Du kannst nie damit rechnen. Bei Sting haben sie es damals sehr gut hinbekommen. Denn es gab keine Gerüchte, dass Sting auftaucht. Niemand wusste das. Ja, es ist nichts durchgesickert. Und dann taucht Sting auf und ich war komplett geflasht. Als Sting-Fan sowieso, nach 6 oder 7 Jahren, wo er nicht mehr im Ring stand, wegen der Verletzung beim Seth Rollins Match. Auf einmal kommt Sting zurück bei All Elite Wrestling. Ich bin hier vom Sofa aufgesprungen, als das passiert ist. Und diese Momente machen das Wrestling doch erst besonders. Aber diese Momente sind nicht mehr besonders, wenn du das alle 2 Wochen machst. So, und das Roster braucht diese Leute nicht, die ganze Zeit verpflichtet werden. Warum werden diese Leute verpflichtet? Ich habe nichts dagegen, dass Malakai Black da ist, dass Andrade da ist, dass Keith Lee da ist. Das sind hervorragende Wrestler. Richtig gute Neuverpflichtungen. Mein Problem ist, fangt auch bitte was mit den Leuten an. So, Keith Lee hat jetzt das große Glück, dass er im Leitermatch steht für Revolution. Damit hat er schon mal eine Geschichte drumherum um sein Debüt, wo es aufgebaut ist, dass wir ihn auch weiterhin im Programm sehen. Aber Andrade weiß man seit seiner Ankunft nicht, wo man hin will. So, jetzt erst teamt er mit Malakai Black, aber so richtig war es dann doch nicht. Jetzt macht er was mit Matt Hardy. Dann ist er irgend so ein mexikanischer Pimp, der alles kaufen will. So, wo wollt ihr denn hin mit Andrade? So, es macht keinen Sinn. Diese Segmente haben keinen Sinn ergeben bis jetzt. Und ich gehe davon aus, dass es irgendwann auch einfach verpufft und er was anderes macht. Jetzt steht er zumindest im TNT-Title-Match gegen Sammy Guevara. So, das ist ja schon mal etwas. Aber der Weg bis dahin war kompletter Müll. So, der wurde komplett schlecht eingesetzt. Im Ring liefert er natürlich ab und hat geile Matches. Aber das Drumherum hat bei ihm überhaupt nicht gezündet,
Bei Malakai Black sieht es anders aus. Da finde ich das Drumherum sehr spannend, gut aufgebaut, mysteriös. Er ist derjenige, der noch mit am besten eingesetzt wird von den Neuzugängen, die zuletzt kamen. Aber was ist zum Beispiel mit Tony Nese? Warum ist Tony Nese bei All Elite Wrestling? Um Dark aufzufüllen mit irgendwelchen Matches oder wieso? Ist er für Dark verpflichtet worden? Dann okay, kann man das machen. Was ist mit Jay Lethal? Jay Lethal wird verpflichtet, hat ein Match, ist wochenlang nicht zu sehen, hat bei Dark irgendwas, Dark gucke ich mir nicht an. Also ganz, ganz selten, dass ich mal Dark mir angucke, weil das ja meistens nur ein Gesquasche ist. Deswegen juckt es mich nicht. Und dann taucht Jay Lethal kurz wieder auf und wrestelt um den, wie heißt er jetzt, FTW-Title. Jetzt ist er wieder weg. Also, was ist denn das? Und das ist ja mit ganz vielen Neuverpflichtungen so. Die tauchen kurz auf und sind dann wieder weg. Haben ein, zwei Matches, sind dann wieder weg. Bobby Fish taucht auf, hat ganz viele Matches hintereinander, ist wieder weg. So, war ganz lange weg. Kyle O'Reilly kommt, hat ein, zwei Matches, ist weg. Ja, ich glaube, bei Kyle O'Reilly kann man es noch auf die Babypause schieben. Ja, ich glaube, er ist Vater geworden. Ist okay, dass er dann ein paar Wochen nicht da ist. Aber mit Bobby Fish, der war auch die ganze Zeit weg. Jetzt kommt wieder langsam ein bisschen Fahrt rein mit Adam Cole. Aber diese ganzen Verpflichtungen, wo ich mir denke, ey, die sind doch auch teuer. So, die treten ja auch nicht für einen Hungerlohn an. Die kosten natürlich nicht so viel wie Bryan Danielson oder CM Punk, aber die kosten ja auch ordentlich Geld. Und dann werden die nicht eingesetzt. Oder nur sporadisch oder nur bei Dark. So, und dann denke ich mir, ey, jetzt die nächste Ankündigung, bitte nicht wieder jemanden verpflichten. So, dann hast du diese Forbidden Door, wo Jay White jetzt auf einmal ja auch Platz klaut, in Anführungsstrichen. Auch wenn ich das sehr feiere, dass Jay White bei All Elite Wrestling ist. Aber da kommt dann das nächste. So, und dieser Weg gefällt mir wirklich nicht. Aber kein bisschen. Also wenn du die Leute verpflichtest, dann setz sie doch bitte auch ein. Und nicht nur ein, zwei Matches und dann wochenlang überhaupt nicht mehr. Das gleiche war mit Lio Rush, der auch verpflichtet wurde. Warum wurde Lio Rush überhaupt verpflichtet? Er ist jetzt schon wieder weg, aber warum war er überhaupt da? Diese Verpflichtung hat ebenfalls keinen Sinn ergeben. So, dann hat man jemanden wie Brian Cage, den ich extrem feiere und ich weiß, dass es da eher gespaltene Meinungen gibt. Ich weiß, dass ganz viele mit Brian Cage überhaupt nichts anfangen kann. Ich persönlich finde Brian Cage richtig gut. Ich finde, der hat einiges drauf. Ich sehe den super gerne. Es gibt Meinungen, dass er nicht sauber wrestelt. Ich bin anderer Meinung. Ich finde, er wrestelt sogar sehr sauber. Aber der ist auch weg seit Monaten. Keiner weiß, ob der jemals wiederkommt. Ja, ob die Aussagen von seiner Frau damit reinspielen, dass sie jetzt einfach sagen, okay, der Vertrag läuft aus und fertig. Mir gefällt es auch nicht, wie viele Wrestler gebookt werden. Lance Archer zum Beispiel ist auf einmal im World Title Picture. Dass er nicht gewinnt, war ja auf jeden Fall klar. Das Match gegen Adam Page war super gut. Aber warum war das jetzt? Ja, ich meine, ich finde es gut, dass es jetzt vor Revolution war und nicht das große Match bei Revolution und dass wir dort dann Adam Cole gegen Adam Page bekommen, was ja wohl absolut geil ist. Aber das Booking von Lance Archer ist fast durchweg schlecht. Er verliert fast jedes wichtige Match, bis auf dass er Jon Moxley besiegt hat um den New Japan United States Title. Alles andere war nicht gut und sein Titelrun, sein New Japan Titelrun, waren auch nur zwei Matches oder so, dann war der Titel auch wieder weg. Also Lance Archer wird richtig schlecht dargestellt, finde ich. Auch wenn er abliefert. Ich fand das Match gegen Adam Page, wie gesagt, war ein richtiger Banger, das Texas Death Match. Aber er hat es halt auch wieder verloren. So. Ebenso Adam Page. Er ist jetzt endlich Champion. Jeder wollte, dass er Kenny Omega entthront. Alles war perfekt. Und dann sickert das so dahin. Dieser Titelrun. Ja, jetzt wird es gerade wieder ein bisschen spannender, aber ganz im Ernst, der Titelrun bis jetzt, die Matches sind super gut von Adam Page. Alle seine Titelmatches waren der Hammer. Aber das Drumherum fehlt wieder. So, er ist Champion. Er muss eigentlich in jeder verdammten Sendung präsent sein. Das ist der wichtigste Titel bei All Elite Wrestling. Und er muss wöchentlich in den Shows zu sehen sein. Er muss ihn nicht jede Woche verteidigen, aber der Champion muss da sein. Die große Geschichte muss rund um den Champion passieren.
So, die großen Geschichten passieren aber auf anderen Plätzen. MJF und CM Punk zum Beispiel ist aktuell die beste Fehde bei All Elite. Und dann das Ganze, was sich mit den Young Bucks und Redragon und so abspielt, das könnte auch noch sehr groß werden. Aber die Darstellung des Champions und dieses ganze, weiß ich nicht, dieses Hotshotten. Also ich finde, es ist jetzt kein Hotshot-Booking, aber es ist auf jeden Fall, sind es Hotshot-Sendungen mit diesen, mit den ganzen Debüts und so. Und jetzt das große Ding, es wird ja wurde ja wieder was angekündigt. Diese Woche bei Dynamite soll ja wieder was Großes, was unglaublich Großes passieren. Ein massives Ding, was die Wrestling-Welt wieder erschüttern wird. So, das sagt Tony Khan sehr oft. Manchmal liefert er ab, manchmal liefert er nicht so ab. Ich gehe auch davon aus, dass Buddy Matthews noch bei All Elite auftauchen wird mit dem House of Black. Ja, das wäre dann auch wieder ein Neuzugang. Allerdings glaube ich nicht, dass das diese massive große Ankündigung ist, die da kommen soll. Und ich hoffe, es ist keine Neuverpflichtung. Bitte keine Neuverpflichtung mehr. Das Roster ist riesig und daraus kann man so viel machen. Und das sollte jetzt auch endlich mal passieren. Diese riesige Ankündigung, mein Pick für diese Ankündigung, die jetzt am Mittwoch kommt, ist, dass wir eine Kooperation sehen werden. Ja, nicht, dass es eine Neuverpflichtung ist, sondern dass es um eine Supershow geht, wo New Japan und All Elite Wrestling involviert sind, wo sie gegeneinander antreten, miteinander antreten. Einfach eine Supershow und vielleicht, und das weiß ich nicht genau, aber vielleicht kommen auch noch andere Ligen mit ins Boot. Sowas, so eine Ankündigung würde ich richtig feiern. Das wäre eine Ankündigung, die ich richtig geil finde, wo ich nicht das Gefühl hätte, so okay, jetzt haben sie wieder einen verpflichtet, geil, dass er da ist, aber machen sie auch was draus. Das ist immer meine größte Befürchtung. Seit einigen Neuverpflichtungen ist es so, Jay Lethal kam und ich dachte mir, okay, geil, cooler Wrestler, kann man was draus machen, passiert ist nichts. Tony Nese dachte ich, okay, ganz nett. Ja, Tony Nese juckt mich persönlich überhaupt nicht, aber ist eine nette Verpflichtung, hat einiges drauf, bringt Erfahrung mit, aber bis jetzt ist nichts gewesen. Er bekommt halt ein TNT-Title-Match, weil er, ja, Open Challenge, so hier, Debüt und direkt verlieren und gut ist, sondern hat man ihn einmal gesehen und das war's. Und Keith Lee kam dann auch und dann dachte ich mir, ey, zum Glück ging es um was in seinem Debüt-Match. Und er ist qualifiziert für den Pay-Per-View und wir sehen ihn spätestens beim Pay-Per-View wieder. Das war zumindest ein bisschen Aufatmen meinerseits. Aber das ist das, was mir aktuell überhaupt nicht gefällt. Die Qualität der einzelnen Shows allerdings, besonders Rampage, muss ich hier mal hervorheben. Rampage ist ja wohl die spaßigste Stunde Wrestling in der Woche, die man haben kann. Also Rampage liefert wirklich immer gute Matches ab, ist super gut wegzugucken, weil es halt nur eine Stunde ist. Es macht einfach nur Spaß, diese Show zu sehen. Und dann hast du Dynamite als Hauptshow, die eigentlich auch immer gut abliefern. Ne? Es sind nicht immer Banger, es sind nicht immer überragende Shows, aber es sind immer gute Shows. So, es gibt natürlich auch Tiefen, ja, dann gibt es ein paar Höhen, aber insgesamt muss man sagen, sind das immer Shows, die du gut gucken kannst. Es wird dir nicht alles gefallen, was dort zu sehen ist, aber du wirst auf jeden Fall einiges an positives Zeug mitnehmen. Die letzte Dynamite zum Beispiel war richtig gut, war fantastisches Wrestling, geile Promos, die Stories wurden weitergeführt, hat mir alles sehr gut gefallen. Also die Showqualität finde ich bei All Elite ist auf jeden Fall auf dem richtigen Weg, sehr, sehr hohes Niveau, aber dieses Drumherum nervt mich einfach aktuell. Ja, hier eine Ankündigung, hier ein großes Ding, da ein Debüt und oh, hier massive Überraschung, hier Überraschung, da. Ja, überrascht mich einfach so. Ne? Teasert nicht immer die Überraschungen. Haut sie einfach raus. Ich guck Dynamite sowieso. Ja, und um irgendwelche Casuals abzugreifen, musst du halt nicht ständig irgendwas spoilern oder andeuten. So, hau einfach raus und überrasch mich, während ich gucke und das wird sich rumsprechen. So, das wäre der richtige Weg und nicht immer so alles auf Teufel komm raus und ja, jetzt wollen wir wieder eine geile Quote haben, dann können wir 2 Wochen wieder ein bisschen absacken, aber dann machen wir eine neue Ankündigung. So, das nervt. Also ich finde das sehr anstrengend aktuell bei All Elite Wrestling. Deswegen hoffe ich, dass das einfach entweder wirklich spontan passiert
ohne Ankündigung oder dass man das viel, viel dosierter einsetzt. Weil irgendwann wird All Elite den Ruf haben, so, ja, alle paar Wochen kommt halt irgendeine große Nummer, da kannst du mal einschalten und der Rest, egal, gucken wir was anderes. So, und da sollte man nicht hinkommen. Aber das ist nur meine Meinung. Jetzt ist eure Meinung gefragt. Ich musste auch mal meinen Senf dazugeben. Ich twitter ja gerne ganz viel, aber die Zeichenbegrenzung fuckt halt hart ab. Da kann man nicht immer so seine Gedanken teilen. Hier im Podcast kann ich endlich mal einfach drauf losreden. Ohne Skript, ohne alles. Das sind meine Gedanken zu Cody Rhodes und dem vermutlich baldigen Auftauchen bei WWE. Und natürlich, wo geht es gerade mit All Elite Wrestling hin? Weil All Elite ist das Produkt, was ich regelmäßig gucke. Also ich habe alle Rampages geguckt, alle Pay-Per-Views, alle Dynamite-Ausgaben. Ich habe bis jetzt keine Sekunde dieser Shows verpasst. Das Einzige, was ich auslasse, ist Dark und Dark Elevation. Außer da ist mal irgendwas Krasses bei. Ja, gibt's ja auch ab und zu, gibt's da mal Überraschungen. Aber, oder coole, interessante Paarungen. Aber es ist eher selten. Deswegen beschränke ich mich auf Dynamite, Rampage und die Pay-Per-Views. Und das soll es jetzt gewesen sein vom Sheepshot Podcast. Wir sind gut durchgekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, ja, dass ich den mal wieder ausgegraben habe. Vielleicht mache ich das öfter mal, wenn ihr mir schreibt, dass ihr das ja ganz gerne mal regelmäßiger haben wollt zu irgendwelchen Themen im Wrestling. Es wird dann wahrscheinlich sich meistens auf Wrestling beziehen. Ich habe das zwar auch mal im Gaming-Bereich ein bisschen gehabt, wo dann irgendeine große Messe war, wo ich drüber geredet habe, aber hauptsächlich, ich meine, das Ding heißt Cheapshot. Also ist es ein Wrestling-Podcast im größten Sinne und deswegen möchte ich das dann auch eher als Wrestling-Podcast nutzen. Gerne in die Kommentare schreiben, wie eure Meinung zu diesem Format ist und natürlich, wie eure Meinung zu All Elite aktuellem, zur aktuellen Lage von All Elite ist und was haltet ihr von Cody Rhodes und den ganzen Gerüchten und was würdet ihr davon halten, wenn er wirklich bei WWE angekrochen kommt? Ich möchte es mal so nennen, angekrochen. Das ist ein kleiner Seitenhieb meinerseits. Ansonsten wünsche ich euch natürlich einen wunderschönen Dienstag, genießt den Tag und vor allem den Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören, Rinjehauen, bis zum nächsten Mal.